Hi Lucy. And hi Olivia. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut und ich hoffe, ihr seid große, junge, hübsche Mädchen, gesunde Mädchen, unglückliche Mädchen. Dein Vater hat mich gefragt, euch einen Ratschlag zu geben. Und ich habe lange darüber nachgedacht. Und einen Ratschlag, den ich dir gerne geben möchte oder euch gerne geben möchte, wenn es ums Heiraten geht. Heirate nur jemanden, wenn dein Herz ja sagt. Heirate keinen, der aus einer Verbindung oder aus a benefit. Do not marry for benefits. Only if your heart says yes. Und dann der andere Ratschlag ist, manchmal, wie ich klein war, da habe ich immer so komische Gefühle gehabt, weil ich immer, wenn meine Mutter was gemacht hat und gesagt hat, dass mir weh getan hat, bin ich aufgewacht und aufgewachsen damit, dass es... Da habe ich manchmal nicht so gut über mich selber gedacht. Und später, wie ich älter geworden bin, kamen diese Gefühle zurück. Und dann ist mir aufgefallen, dass meine Mama mich nur lieb hat und die wusste nicht, wie sie das anders sagen sollte. Und der Ratschlag, den ich dir geben oder den ich euch geben möchte, ist, dass wenn die Mami und der Papi manchmal Dinge nicht so richtig rüberbringen, dann meinen sie das nicht böse. Und dass sie euch immer, immer, immer lieb haben. Und ja, das war's eigentlich dann schon. Und weißt du, was das große, große Geheimnis zum guten, guten Schlaf ist? Ist immer ehrlich sein. Ehrlich sein. Wenn man ehrlich ist, kommst du viel weiter. Wie ich aufgewachsen bin, habe ich nicht viel machen dürfen, aber ich habe gelernt, unehrlich zu sein, weil ich die Dinge machen wollte, die ich machen wollte. Und habe mich aber nicht getraut, ehrlich zu sein mit meinen Eltern. Und da habe ich viele Sachen verheimlicht. Und ich wünschte, dass mir jemand mal gesagt hätte, Alten, sei ehrlich mit denen. Dann wird es ein bisschen harter Kampf sein, aber du kannst besser schlafen. So, wenn du ehrlich bist, dann kommst du viel weiter und wirst du viel glücklicher und schläfst viel besser. Okay, ich hoffe, dass ich euch noch kenne, wenn ihr so lange so alt seid, bis ihr dieses Tape seht. Okay.